Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Armageddon. So, heute sollen wir ja ein wenig Verteidigungsarbeit leisten. Wir sollen hier diese Linie dann dementsprechend halten. Mal gucken, steht hier irgendwo, wie die Stadt heißt? Nicht so richtig. Egal, nicht weiter schlimm. Wir wollen doch jetzt mal schauen. Also wir haben hier drei Schwerpunkte an der ersten Linie und dann weiter hinten. Das heißt aber auch, wir werden dann jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir in erster Linie dann halt eben diese drei Linien hier im vorderen Teil halten werden. Deswegen platzieren wir hier jetzt erstmal eine schöne runde Truppen. Den will ich hier auch noch mit haben. Die Bikes sollen hier noch mit rein. Und dann nochmal... Ja, warte, da müssen wir gleich nochmal gucken. Ich packe jetzt erstmal hier alles zu... Ups, sorry. Oh, da kommt man aber weit raus, ne? So. Eieiei. Ja, wenn man auf einmal dann halt eben ein Scrollrad zur Verfügung hat, dann sieht man hier irgendwie ganz neue Perspektiven. Das ist ja unglaublich. So. Du dahin. Und hier gibt es dann auch noch ein bisschen Infanterie. Vorsicht. Und den da. Noch ein Bike dazu. Und den dort. So, was habe ich denn da? Das sind 1, 2, 3 Achilles, ein Helios und 3 Helios. Das ist doch perfekt. Davon stellen wir mal jetzt jeweils einen dann noch mit dazu. So, dann haben wir noch einmal Artillerie und einen Banesword. Die stellen wir da noch mit hin. So. Können wir noch was kaufen? Nein, können wir nicht. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Und ich denke, das ist eine Aufstellung, mit der wir eigentlich relativ gut arbeiten können. Oh, und ich sehe gerade, ich habe meinen Walcher ziemlich nahe hier hingestellt. Da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen anders platzieren. So, der Orksturm läuft. Okay, keine schlimmen Schäden abbekommen, das ist schon mal gar nicht falsch. Im Moment schickt er uns auch nur leichte Einheiten. Ein paar Panzer, okay, aber im Großen und Ganzen nur Kretschens. Das ist ja... jetzt erstmal nicht sonderlich schreckenserregend. Okay. Also die Thunderfire-Kanonen sind in der Verteidigung schon hochgradig effektiv, wie ihr sehen könnt. Wobei ich glaube, die sind auch XP-mäßig auf Maximum. Okay, so, jetzt sind wir dran. Nee, ihr seht das. Also, ja, sie sind nicht ganz auf Maximum, aber schon sehr dicht dran. So, jetzt muss ich mal genau gucken hier. Wer hat denn schon alles gefeuert und wer noch nicht?
So, das ist der Laserkanon-Bestückte, das ist der Multimelter-Bestückte. Okay. In Ordnung. Das ist hier das. Und da kann der jetzt auch nochmal mit vorrücken. So, dann können wir hier den oberen... Ups. Was sind das eigentlich? Art Boys, okay? So, die bleiben hier soweit. Hier unten bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt. So, den. Ab an die Flanken. So, das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also hier müssen wir uns auch nicht groß anstrengen. Hier sind wirklich nur noch ein paar Cratchens. Da werden schon noch andere kommen. Davon gehe ich mal aus. Aber im Augenblick reicht uns das. Okay, wunderbar. Stop it! Was machst du, Idiot? Oh, 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 oh. So, hier steht die Front. Oh, 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 oh. Okay, hier kommt jetzt eine ganze Truppe an Walkern. Da sollten wir ganz schnell zurück in unseren Bau. Okay, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Hopp. Gehen Sie mal los. Wunderbar. Okay. Machen wir erstmal hier weiter. Die bleiben alle erstmal, wo sie sind. Du da, mein Freund, hast eine Reichweite von 3. Ja. Ne, warte mal.
So, dann kann er da nochmal ein bisschen mit Aufräumen helfen. Das ist alles weiterhin erstmal so, wie es ist. Wenn ich dahin wollen würde, müsste ich in dem Fahrzeug einsteigen. Das klappt momentan nicht so gut. So. Das halten wir jetzt erstmal so ein bisschen aus hier. Gut. Okay, eine ganze Horde Battle Wagons. Und da ist die Fortress. Ihr seht schon, wie unglaublich gut diese Biker sind, ne? Also die sind schon echt nicht übel. Nein, ach wirklich? Danke für den Tipp. Da wäre ich ja jetzt gar nicht drauf gekommen. Hier haben wir noch einen. Okay, da komme ich nicht mehr zurande. In Ordnung. Hier oben geht's weiter. Gut. Okay, gucken wir mal hier unten. Warte mal, wir haben doch hier noch... Genau. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, nee, das lassen wir so. Der ist weg. Du bekommst jetzt nochmal wieder Nachschub. Der Rest bleibt hier stehen. Wir warten. Mit dir wieder ab zurück. Und... Ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Wellen jetzt kommen werden. Und im Grunde genommen die Meldung von Tushan sich darauf bezog, dass der nächste Ork-Angriff gestartet ist. Ja, ich möchte meinen Zug beenden. Geht das? Ach, ich bin gar nicht dran. Ich bin gar nicht dran. So, gehen wir mal ganz raus. So, also hier sind, ne, ihr seht, hier sind die einzelnen Punkte. Als ich das Ganze im ersten Durchlauf gespielt habe, bin ich hier in Sturmlauf. Ich habe den bis hier hinten zurückgefetzt. Das war schon echt unglaublich. Komm mal hier. Entschuldigung, da wird er mir schlecht. So, zack. Oh, wenn man so richtig nah dran ist, ist das schon ein bisschen... verschwommen, aber naja, okay, meine Güte, es ist so schlecht nicht. So, ja, wir warten. Der Gegner wird schon kommen. Da ist er auch schon. Oh, 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 gleich. Oh! Eieieiei. Okay, jetzt heißt es den Gargant und dann die anderen Stomper auseinanderzunehmen. Das heißt, wir müssen den Helios hier hochkriegen. Und ich denke mal, einen weiteren Helios müssen wir auch noch von woanders herholen. Oder
Eigentlich könnten wir alle Land Raider herholen. Das ist eigentlich die Idee. Wir werden alle Land Raider dahin holen. Die Artillerie wird hier unterstützen. Den Stomper können wir eventuell auch mit der Luftunterstützung angreifen. Oh, der tut uns schon weh, ne? Alle drei können feuern, ne? Bin ich gerade jetzt gerade sowas von blind? Ja, mindestens zwei. Da muss ich auf zwei ran, damit die Multimelter zum Einsatz kommen können. Und der braucht hier jetzt dringend Hilfe. Stimmt, ich könnte die anderen Biker auch noch hochholen hier. So. Wir werden jetzt hier noch. Okay. Der hilft uns nicht. Yeah. So. Den hat's erwischt. Super. Ah, da ist noch einer. Boah. Gut, Jungs, gut, Jungs. Okay, wir haben hier gerade nur in der Mitte zu tun. Dafür ist er nicht gut genug. Jetzt muss ich mal gucken. Hier 5. Erstmal wieder dahin. Muss mal so ein bisschen jetzt die Truppen hier auffrischen. Das sieht erstmal gut aus. Die bleiben da, die können gut unterstützen. Ein bisschen aufpassen. Okay. Sehr schön. Den müssen wir zurückziehen. Unbedingt.
Okay, da kommt also noch irgendwas. Die muss ich jetzt echt rauslösen, sonst kriege ich ein Problem. Alles klar. Dann klopft den mal weich. Die konnte ich also anscheinend ein bisschen ablenken. Oh, noch eine ganze Reihe von Battle Fortresses und von da kommt auch noch was. Okay, aufpassen, das könnte eng werden hier. Okay, da haben wir es jetzt mit ein paar Meganobs zu tun. Da müssen wir aufpassen. Sonst wird uns das wehtun. Okay. Ja. Die Auspex-Sichtung kann ich bestätigen. Dann bleib mal hier. Hier nochmal ein bisschen Nachschub liefern. So. Der auch. Wir könnten den nochmal wieder hier hin zurück verlegen. Wir könnten ein bisschen Hilfe hier unten gebrauchen. Okay, das hält.
Okay, sehr gut. Hier in der Mitte habe ich eigentlich im Moment Ruhe, ne? So, hier nochmal ein bisschen aufpeppen. Ich meine, bisher halten wir uns eigentlich ganz gut, oder? Okay. Können da unsere Artillerie... den noch mal kurz und klein hauen. Okay, mir scheint die Angriffsserie ist gebrochen. Alles klar, da haben wir es doch. Wir stehen kurz davor, die Makropole Tartarus zu befreien. Thraka wurde besiegt, aber seine Schergen sind noch übrig. Jetzt müssen wir dieses Gebiet von ihnen säubern. Gehen Sie in die Offensive und merzen Sie die Ork-Truppen aus. Unsere Späher berichten von Xenos-Gruppen, die ob des Verlustes ihres Anführers wahnsinnig geworden sind. Diese könnten besonders feindselig auf sie reagieren, daher zeigen sie keine Gnade. Okay, muss mal sehen. Neue Einheitentypen, okay, cool. Alle 7 Felder. Ach ja, deswegen kommt mir das so bekannt vor. Natürlich, ich habe die Mission zweimal gespielt. Einmal habe ich halt eben jetzt Tartarus verteidigt und jetzt heißt es, den Gegenangriff zu starten. In der nächsten Folge. Deswegen war ich auch der Meinung, ich hätte da schon alles entsprechend erobert. Wir haben 9 Einheitentypen. Haben wir denn auch neue? Das ist natürlich immer super, wenn man da nichts hat, wo man das kaufen könnte. Egal. Schauen wir mal, was das denn so ist. Sternguard-Veteranen. Okay. Mit Kombi-Boltern. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das die neuen sind, aber ich mag sie. Sie sehen gut aus. Okay, das sieht auch noch relativ normal aus. Auch hier sehe ich jetzt nichts Neues. Panzer vielleicht. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob es den Redeemer schon vorher gab. 2 Flamestorm Cannons, 2 Assault Cannons und 2 Storm Bolt und 1 Storm Bolter. Klingt nicht so schlecht. Der Storm Eagle, okay. 4 Multimelter. 4 Laser Cannons, 2 Vengeance Launcher. Das ist mal eine Nummer. Gut, aber viel mehr sehe ich da auch nicht. Gut, deswegen machen wir es so, dass wir hier jetzt einmal Schluss machen und dann geht's in der nächsten Mission weiter. Dann werden wir den Gegenangriff entsprechend starten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, bis dann. Ciao.